Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich hier in diesem neuen Video, ihr habt es wahrscheinlich auch schon im letzten Video gesehen, das kam von Sehan. Es war ein bisschen spät und so, und ich war schon ziemlich down von der Spätschicht, deswegen habe ich sein Gameplay genommen und in diesem Video zeige ich euch selber, wie das Ganze auch noch funktioniert. Er hat die Solo-Variante gezeigt, wie man auf jedem Fahrzeug Bennys Felgen drauf bekommt, vor allem auch das Tuning, ganze gesamte Tuning übernehmen kann und dann die Autos auch noch verkaufen kann. So, und wenn ihr diese Autos danach verkaufen wollt, empfehle ich euch, ein Alfred-Kennzeichen drauf zu haben, ja. So, ich mache das jetzt hier zum Beispiel, ja, mit einem Benny-Fahrzeug, das heißt Benny oder Benny, sage ich schon, LG Retro Custom von Bennys, dann Karin Sultan RS. Könnt ihr nehmen, die, alles wo ihr halt die Felgen, also ich stehe hier voll auf die Big Dogs vom Retro Custom, sowieso sind meine Lieblingsfelgen. So, wir gehen hier mal kurz auf Nummernschilder, Schild, ich baller hier mein G-Twist, Kennzeichen drauf, so ist drauf, wunderbar, kann ich jetzt hier rausfahren und ja, als Beispiel nehme ich hier zum Beispiel sogar hier dieses Arena-Fahrzeug oder zum Beispiel, auch hier habe ich mir vorhin gegönnt, einfach den neuen GTO von Grotti, ja, der hier, der rote. Der hat hier die Standardfelgen und über das Programm Charles sich hier die Bennys zu holen, ist ein bisschen complicated und da muss man immer warten, bis jemand das Auto hat. Und in diesem Fall können wir hier schon gleich selber die gemoddeten Sachen von dem Retro zum Beispiel hier auf den draufhauen. Oder auch, wie heißt der? Dieser Truck hier, den Cerberus, genau. Also entweder könnt ihr das, ich habe es auch schon vorhin auf meinem Hauptaccount auch probiert, ich habe alle drei Cerberus mit Bennys Felgen, mit den geilsten ausgestattet und die Felgen sind halt echt ultimativ hässlich, finde ich, ja. So, also ich werde euch das jetzt aber nicht, wenn ihr das Solo machen wollt, dann könnt ihr auch das Ganze vom alten Video entnehmen, das Video ist unten drunter, da könnt ihr das Solo machen. Ich zeige das hier mit einem Kumpel als Variante. Die blende ich auch noch rechts oben ein, was der Kumpel zu tun hat. Es ist sehr, sehr einfach, funktioniert auf der PS4, auch ähnlich auf der Xbox One. So, ihr müsst vor allem von der Story aus, seht ihr das? Ich bin in einer Sitzung für Spieler, nur mit Einladung. Ihr geht in der Story auf die Optionstaste, so wie ich jetzt, auf die Steuerung. Und dann stellt ihr den Zielmodus auf freies Zielen. So, und euer Kumpel macht dann einfach volles unterstütztes Zielen halt einfach, einen anderen Zielmodus rein, ja, so, also, komm, ich baller auf jeden Fall erstmal auf den GTO, da hinten die ganzen Sachen vom Retro, also wie gesagt, ihr benötigt halt ein Alfred-Kennzeichen auf dem Bennys Fahrzeug und wenn ihr dann halt natürlich den GTO verkaufen wollt, ist es besser mit iFruit-Kennzeichen und falls ihr keine iFruits habt, könnt ihr den Wagen ja eh noch behalten, weil der wird dann halt auf jeden Fall hier die Bennys-Felgen haben. So, also. Jetzt, Moment mal, wir machen gleich die Aufnahme. Rechts oben jetzt die Aufnahme vom Kumpel. Wie gesagt, er muss halt einfach auch in einer Sitzung für Spieler mit Einladung sein. Einstellungen, Steuerung, was habe ich hier? Genau, unterstütztes Zielen voll. Das heißt, zwei verschiedene Zielmodis und er geht einfach nur in der Einladungssitzung auf den Roster Online Jobs, Job spielen von Rockstar erstellt. Hier geht er einfach rennen, einfach hier durch, einfach durch die Wildnis habe ich genommen, irgendein Rennen rein, ja, und startet es. So. Okay, das heißt, wir gehen hier erstmal zu dem Auto, was nicht getuned ist. So, Kumpel kann einfach hier das Rennen starten, einfach auf geschlossen spielen. Und er kann einfach nur im Rennen drin abgammeln, ja. So, ihr könnt ihn entweder über die Party joinen oder auch über, ich mache PS-Taste, einfach über Freunde, das geht genauso. Moment, ich muss da noch starten. Zurück, was habe ich hier? Wir nehmen den Baller getuned, fortfahren, bereit zum Spielen. Wunderbar. So, das waren die Schritte vom Kumpel rechts oben. Und er chillt einfach nur in der Mission. Ich lasse es aber für euch noch eingeblendet, bis die Mission halt startet. So. Ich gehe hier auf meinen, oder ihr geht halt auf euren Profil von eurem Kumpel, auf GTA, muss natürlich online sein. So, ich bleibe hier auf dem Feld beitreten, ich kann halt Doppel-PSN machen und wenn ich wieder Doppel-PSN-Taste mache, bin ich wieder auf diesem selben Feld. Also, ich drücke jetzt einfach die Pfeiltaste nach rechts, zack, Doppel-PSN, beitreten. So, hier die erste Meldung, wenn er reinfährt, annehmen, zweite auch.
So, in der dritten wird es heißen, die Sitzung, der du beitreten versucht, ist privat, weil er halt im Job drin ist und im anderen Zielmodus, euer Kumpel, ja. Es zieht euch aber im Hintergrund hoch in den Himmel, dort wartet ihr ein bisschen und dann könnt ihr einfach X drücken, dann spawnt ihr wieder, wie ihr seht, hier so in der Arena-Werkstatt. Klar, natürlich, ich habe das eigentlich auch vorhin nicht erwähnt, ihr braucht hier für den Glitch, habe ich beinahe vergessen, die Arena-Werkstatt. Das ist natürlich klar und das funktioniert nur auf der ersten oder beziehungsweise nur auf der Werkstatt-Ebene. Ja, ihr seht es, es ist eigentlich alles vom Video zu entnehmen. Ich bin nicht auf Garage 1 und 2. Und ja, ich habe das Auto, dann sollte das Auto so dran stehen. Das ist eigentlich ganz einfach. Sollte jeder von uns hinbekommen, nicht besonders schwer. So. Dann nehme ich natürlich, ich kann auch dann zum Beispiel den Easy Classic nehmen, ja. Jetzt steige ich hier in den Retro ein. So, drück Pfeiltaste nach rechts. Dann fahrt er ganz normal rein. Stoßt natürlich gegen den Wagen, der nicht getuned ist, an. Wir warten, bis wir links oben das Menü haben vom, von der Werkstatt, von der Tuning-Werkstatt und drücken dann einfach Kreis und einfach hier Fahrzeug verlassen. Das ist egal wie. So, ist ein bisschen alles hier buggy, das ist aber nicht schlimm. Jetzt steigen wir hier ein in den nicht getunten. So, wir haben links oben die Meldung für Steuerkreuz nach rechts für die Werkstatt und links zum Rausfahren. So, ich hole mir zuerst die erste Meldung, ja, weil sie beim zweiten Mal einfach schneller kommt. Weil hier muss man halt auch, die Xbox One Leute müssen hier ein bisschen schneller sein. Das heißt, Doppel-PSN, ich bin wieder auf derselben Meldung, Kumpel ist noch im Job. Apropos, ich kann hier eigentlich auch die Aufnahme vom Kumpel stoppen. Das passt, der bleibt eh im Job chillen. Und so, ich hole mir als erstes die Meldung so einmal. So, wir warten hier ein bisschen, weil das dann einfach ein bisschen länger braucht. Drücken die weg. Hier machen wir noch gar nichts. Ich habe mir jetzt einfach nur die Meldung geholt, weil wenn ich das jetzt sogar nochmal, ich mache es nur als Beispiel, ich mache nochmal Doppel-PSN, X, boom, Meldung ist sofort da. Die Meldung kommt einfach sofort, wieder Kreis. Das müsst ihr aber jetzt nicht machen, das war jetzt nur ein Beispiel. Das war nur ein fucking Beispiel. Also, ihr müsst dann hier Pfeiltaste nach rechts drücken, dann wieder eurem Kumpel joinen. Sehr, sehr schnell die erste und die zweite Meldung annehmen, wie beim ersten Mal. Passt auf, also, hier muss es sehr schnell sein, ihr dürft nicht auf dem Platz wieder in der, draußen hinten auf dem Parkplatz von dem Auto landen, sondern da müsst ihr wirklich sehr schnell hier sein. So, Pfeiltaste links, Doppel-PSN, X, 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 so. So, es ist halt einfach voll buggy, ja. Ihr dürft nicht auf dem Parkplatz wieder landen, weil dann habt ihr es nicht geschafft. Wenn ihr dann im Himmel oben seid, ihr hört es halt dann im Hintergrund auf jeden Fall, wie es euch hoch in den Himmel zieht, drückt ihr wieder X. Und dann seht ihr das, bam, bam, zieht es wieder uns zurück in die Werkstatt. Und was haben wir denn da? Alter, das schaut ja mal übertrieben krass aus, ja, an dem Wagen. Richtig nice. Also, er hat auch die Felgen übernommen vom Retro. Und dann drückt ihr Pfeiltaste nach rechts. Ja, das backt jetzt hier wieder rum. Da müsst ihr halt einfach nur irgendwas ändern an dem Fahrzeug. Keine Ahnung, irgendwas. Was haben wir hier? Turbo hat er drin, hat er Reifen. Ihr seht es, man kann halt hier nicht die Bennys drauf machen. Er hat halt jetzt die vom Retro schon bekommen. Aber wenn ich jetzt hier andere Felgen drauf mache, dann sind die Big Dogs einfach weg. Das machen wir jetzt hier einfach ändern. Ich ändere jetzt einfach hier die Farbe von den Felgen. Zack, und schon ist das Auto gespeichert. Jetzt kann ich hier Werkstatt verlassen wieder. So, aussteigen. Und der Grotti ist fertig. Der ist auch voll aufgetunt. Ich könnte ihn jetzt auch verkaufen. So, ich stelle die Fahrzeuge jetzt nochmal schnell zurück. GTO, zack, zack. Wo ist der Retro? So, das ist fertig. Jetzt passt auf, jetzt werde ich das Ganze vom Retro hier auch auf den Cerberus draufballern. Das geht auch. Wir fahren jetzt hier mit dem einfach wieder in die Werkstatt. Mache ich die gleichen Steps wie vorhin, ganz easy. So, Pfeiltaste rechts, Doppel-PSN, beitreten dem Kumpel, der im Job ist. So, erste annehmen, zweite annehmen. Okay, die Sitzung ist privat, bla bla bla. Das nehmen wir jetzt auch an, weil wir oben im Himmel sind. Dann geht es wieder zurück. Dann ist es hier wieder so verbuggt.
Oder auch nicht so, man kann hier aussteigen, weil die Karre bleibt einfach hier so stehen. Jetzt laufe ich von mir aus entweder in den Retro rein oder auch in den GTO. Das ist eigentlich egal. Ich nehme einfach nochmal den Retro. Falltaste nach rechts. Er darf halt nicht den Cerberus irgendwie umschmeißen. Aber der fährt eigentlich, glaube ich, unter dem durch. Ja, komm. Der backt da schon übelst rum. Aber der will gleich hier so spawnen. Dann einfach wieder Kreis, aussteigen. Kreis, Fahrzeug verlassen. Wunderbar. So, das ist noch ganz knapp hier. Ich kann jetzt hier in den einsteigen. Schaut die Felgen an von dem hier. Wieder die gleichen Steps einfach. Ich hole mir zuerst die Meldung. So, Doppel-PSN. Beitreten. Weil hier dauert es jetzt ein bisschen. Dauert. Jetzt ist sie da. Kreis. So, also nochmal. Pfeiltaste nach links. Doppel-PSN. X. Zweite auch annehmen. Und die dritte, in der wartet hier einfach, weil die ja privat ist. Die ersten beiden Meldungen einfach annehmen. Es zieht euch wieder hoch in den Himmel. Hinaus. Fortfahren. Jetzt kommen wir zurück. Und was haben wir auf dem Cerberus? Boom. Die Bennys Felgen, Alter. Das schaut so geil aus. Ich habe das auf jedem Cerberus bei mir gemacht. Einfach nur geil. Hat auch das ganze Tuning übernommen. Fertig. Seht ihr das? Mega. Das könnt ihr auch mit anderen Felgen machen, aber ich finde halt Big Dogs eh voll geil. Es gibt aber auch noch die Razors etc. und so gibt es auf jeden Fall geile Felgen. Ich denke mal, das war's hier mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ja, es ist eigentlich nicht schwer. Ich habe mir auch da ein bisschen schwer getan. Ich dachte zuerst, das ist ein Müllglitch und so, aber es geht schon. Es ist interessant für euch. Könnt ihr sehr gerne nachmachen, probieren. Und falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns natürlich mit dem nächsten Video. Ich bin raus, euer G-Twist. Peace!